Ich bin jetzt kein Hammer-Nerd, wenn ich sage, dass Shining bis heute einer der bestinszeniertesten Thriller überhaupt ist. Egal auf welches Genre wir diesen Film jetzt runterdampfen wollen. Ich habe ihn vor ein paar Tagen nochmal gesehen und muss sagen, was ein gutes Teil. Warum habe ich ihn gesehen? Weil mit Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen quasi sowas wie die Nachgeschichte, die Fortsetzung zu Shining jetzt auch verfilmt wurde. Warum die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich mir diesen Film kein weiteres Mal angucken werde, darüber gilt es jetzt zu sprechen. Hier ist die Filmfabrik, herzlich willkommen und Dr. Sleep ab dem 21. November bei uns dann auch in den Kinos. Als ich ein Kind war, gab es da einen Ort. Einen düsteren Ort. Man hat ihn geschlossen, ihn verrotten lassen. Aber die Dinge, die dort lebten. Hallo, Danny. Die kommen zurück. Ich will jetzt gar nicht so groß auf dem Stellenwert von Shining rumreiten. Das mache ich nämlich gleich noch. Zuerst mal die Einstufung, wie groß meine Lust auf diesen Film jetzt war. Bereich Mittel bis geht so. Ich brauche da ja gar nicht lügen und kann oft sagen, auf viele Filme habe ich dann tatsächlich auch einfach gar keinen Bock, sie zu gucken. Manchmal schaffen sie es aber, so eine gewisse Neugier zu erwecken. Und in dieser Schublade lag auch Dr. Sleep. Treue Zuschauer wissen, Bücher kenne ich generell, aber ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu ihnen. Heißt, natürlich habe ich auch dieses Buch nicht gelesen. 720 Seiten, danke, ciao, ohne mich. Wie immer sind wir deshalb an diesem Punkt. Buchverfilmungen sind schwierig, Stephen King-Verfilmungen sowieso. Lasst mich kurz deshalb einen inhaltlichen Schwenk machen, um alle auf einen Stand zu holen. Die Hauptstory spielt viele Jahre nach den Ereignissen im legendären Overlook Hotel. Der kleine Danny ist mittlerweile erwachsen, hier gespielt jetzt in diesem Film von Ewan McGregor. Sein Leben völlig verlottert, keine feste Bleibe, er hängt an der Flasche, alles sehr unschön, er hat aber immer noch sein Shining, also seine übersinnliche Kraft. Er kann Gedanken von Menschen lesen, hat Visionen aus der Zukunft und aus der Vergangenheit. Sein Leben kommt in die Bahnen, als ihm genau das, dieses Shining, im Job hilft und als er auf Abra trifft. Du hast die Gabe, wie ich. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining. 12 Jahre, junges Mädel, auch sie hat dieses Shining, nur noch viel krasser als er. Sie hat herausgefunden, dass es eine Sekte gibt, die Shining-Kinder tötet, um mit deren Lebenskraft dann uralt zu werden. Ich habe nie gesagt, dass dieser Film ein happy, gute Laune-Ding von Stephen King ist. Nein, natürlich nicht. Sekte, Kinder, töten. Und ihr könnt euch auch ohne die Lektüre des Buches vorstellen, was so grob danach passiert. Danny und Abra gehen zusammen den Kampf gegen diese Sekte an. Ich höre mir selbst manchmal zu und stelle dann fest, das klingt nach einer eigentlich wirklich richtig guten Story. Es hat die Shining-Basis, zieht sich dann aber aus diesem Kosmos raus und macht eine komplett neue Welt auf. Stark! Wenn man das so sagt, mag das auch so stimmen. Das mag auch als Buch ganz großartig sein. Wie gesagt, kann ich tatsächlich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur das einstufen, was ich da im Kino gesehen habe. Und das war jetzt nicht immer so gut. Zwei grundlegende Probleme, die ich mit diesem Film hatte. Viel zu lang und teilweise auch viel zu langweilig. Ich weiß, es ist der Stil einer Stephen King-Geschichte, aber warum muss es immer so ewig dauern, bis man dann mal tatsächlich auf den Punkt kommt? Hier ist wieder eine Charaktervorstellung nach der anderen. Sie werden bis ins Kleinste wieder studiert und versucht auszuerzählen. Und ganz oft ist es dann echt so, dass ich da sitze und denke, boah Leute, kommt ein bisschen in die Hufe, macht was. Für mich die ersten 70 Minuten absolutes Stückwerk, zusammenhanglos, teilweise mit einem echt miesen Schnitt, allerdings glaube ich hier tatsächlich beabsichtigt als Stilmittel. In der ersten Viertelstunde schon mit zwei Zeitsprüngen, es ist einfach so geballt, ohne mich wirklich weiterzubringen. Das kann man von mir aus auch ein 43. Mal als Stilmittel machen, mich langweilt nur sowas sehr, sehr schnell. Hinzu kommt, dass eben auch erstmal alles wie so ein Puzzle ausgebreitet wird, vor allem irre viel metaphorisches Zeug palavert wird und dann nach gut 70 Minuten, Halleluja, dann geht es los. Ich kann völlig spoilerfrei erzählen, ab wann es für mich genau interessant wurde, als Danny nämlich auf Abra trifft. Sie sitzen auf so einer Parkbank, sprechen das erste Mal miteinander und da war so ein Moment, wo ich dachte, yeah, jetzt geht's los. Und was danach passiert dann, das ist, glaube ich, auch was, weshalb ich dann immer noch von dieser Neugier gesprochen habe. Da macht es plötzlich Sinn, auch Spaß, diesem Shining in die neue Welt zu folgen. Und daran hat die Besetzung und daran hat der Cast einen wirklich großen Anteil. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Kylie Curran
Die ist gerade mal 13 Jahre alt, hat kaum Schauspielerfahrung und brettert dann so dermaßen krass in diesem Film ab. Die war so fantastisch, weil sie auf der einen Seite dieses Kindliche, dieses Jugendliche wahnsinnig authentisch und völlig ohne Zwang rüberbringt, aber sie hat es, wenn es dann um das Shining geht, eben auch so eine Bestimmtheit, so eine Abgeklärtheit und so eine Kälte in ihrer Spielart. Das war wirklich schwer beeindruckend, hat mir zumindest eine große, große Freude gemacht, mir das anzugucken. Dann haben wir noch, ich habe ihn gerade schon erwähnt, Ewan McGregor. Boah, ist wirklich eine schwierige Rolle für ihn. Es ist auch so ein Risiko, diese Rolle anzunehmen und zu spielen, aber auch er macht das ganz gut. Der Vergleich zu Trainspotting bietet sich natürlich an, weil er zuerst wieder so dieser abgefuckte Typ ist, später dann geläutert, auch wieder hier mit diesem Zeitsprung drin, also ne, so ein bisschen die Parallele zu Trainspotting 2. Es ist halt bei ihm in dieser Rolle so ein bisschen das Altbekannte, aber trotzdem gut. Vielmehr gilt es jetzt, ein Podest für eine Frau zu bauen, die ich jetzt schon ziemlich oft gesehen habe, sie mir oft auch wirklich gut gefallen hat, aber ich nur so nie diesen Moment hatte, wo ich dachte, geil, jetzt will ich aber auch aktiv wissentlich jeden deiner Filme sehen, die da kommen. Ich spreche von Rebecca Ferguson. Girl on the Train, Mission Impossible, Greatest Showman, Man in Black International. Sie ist halt jetzt nicht nur in den kleinsten Produktionen dabei. Ich fand sie jedes Mal gut. Hier jetzt als Sektenführerin hat sie mich aber komplett umgehauen. Ich fand das riesig. Absolutes Highlight im Film, was an dieser Stelle für Rebecca und ein bisschen gegen den Film sprechen soll. Achtet bitte wirklich bei ihr auf die kleinsten Details. Wenn sie nochmal so, ohne was zu sagen, so in den Mundwinkel oder die Augenbraue zucken lässt. Es ist so böse, so fies, aber so auf dem Boden und hat jetzt eben nicht so diese Abgedrehtheit, die eben Jack Nicholson zum Beispiel noch in Shining hatte. Ach, na hallo. Raus aus meinem Kopf! Raus! Ich habe eine solche Macht schon lange nicht mehr gespürt. Sie kommen. Knapp. Über 2,5 Stunden stehen da auf der Uhr für diesen Film. Wir haben in der letzten Zeit ja einige Filme von diesem Ausmaß im Kino gehabt. Der hier zählt wirklich zu denen, wo ich sagen würde, ja komm, zack, bitte hier irgendwo eine halbe Stunde raus. Ich finde, der Film, der kommt halt nicht so richtig in den Tritt und dann auch noch nicht mal zum Ende. Das habe ich ja bereits gesagt. Die Mitte besteht aber dann eben aus der Jagd nach der Sekte. Aus diesen parallelen Kämpfen der Sekte ums Überleben und von Abra mit Danny, um irgendwie die Welt des Shinings zu retten. Fand ich schön erzählt, gut inszeniert, schlüssig, auch einigermaßen mit Tempo. Da ist eine echt gute Stunde so versteckt in der Mitte dieses Films. Ohne zu viel über das Ende zu sprechen, aber ihr seht es schon im Trailer, natürlich spielt das legendäre Overlook Hotel wieder eine Rolle. Das Zimmer 237 ist wieder mit dabei. Wir sehen diesen ollen, orange-braun-roten Teppich, Szenen mit Danny auf dem Dreirad, die Lobby, die einzelnen Hotelflure, der Fahrstuhl, die Bar. Das ist für das Nostalgieherz wirklich was Feines. Aber wenn ich das halt nochmal sehen möchte, dann gucke ich mir lieber nochmal Shining an. Es ist mir diese, naja, zu klassische Zuspitzung der Geschichte, die da erfolgt. Da kann der Film wahrscheinlich nichts für, weil es wahrscheinlich auch im Buch so ist, aber da wird dann eben auch zu viel auf dem Kultlevel rumgeritten. Es zieht sich nur noch und der Film will samt Story einfach nicht zum Ende kommen. Mag auch daran liegen, dass ich unfassbar dringend aufs Klo musste, als ich den Film gesehen habe und das Ende herbeigesehnt habe. Aber auch objektiv kam da einfach noch eine Wendung und dann kam noch das und dann kam noch das. Und in dieses alte Setting mischt sich dann eben die neue Welt der vorherigen 2 Stunden. Und dann ist es wie so eine Tribute-Band von Queen. Das mag alles gut klingen und dir einen schönen Abend machen, aber am Ende ist es halt nicht Queen. Was der Film für mich ganz schön zeigt, ist, wie 1980 Mystery, Horror und Thrill so in so einem Film inszeniert wurden und wie man es heute macht, beziehungsweise glaubt, heute machen zu müssen. Natürlich ist es heute in der Erzählart subtiler, vieles wird auf Dialogebene oder in Charakterstudien gelöst. Aber sobald das Nostalgie-Flair hier in die Story kommt, mischt sich eben auch dieses etwas plumpere so puff, auf die 12-Stilmittel von damals mit rein. Einige Szenen wurden wirklich akkurat nachgedreht, manche schöne Anspielung ist mit drin, wenn Danny dann plötzlich in dem gleichen Büro sitzt, in dem sein Vater den Job im Hotel angeboten bekommt und so weiter. Das schafft der Film tatsächlich wirklich gut, aber darüber hinaus bleibt mir zumindest leider nicht viel. Und warum Dr. Sleep überhaupt Dr. Sleep heißt, das wird in einem dermaßen eingeschobenen Part irgendwie angerissen und völlig ohne größere Bedeutung zurückgelassen. Da wurde also ein Film gedreht, den ich an vielen Stellen irre langweilig und langwierig fand, der in der Mitte als Mystery und Fantasy-Thriller sehr wohl und dank guter Schauspieler auch sehr gut funktioniert, dann aber einfach kein Ende findet. Voll mit Anspielungen und liebevollen Huldigungen an Stanley Kubrick, aber auch
Über die ganze Dauer gesehen fehlt es mir so einfach an Spannung, es fehlt an Atmosphäre. Und deshalb rankt er sich so bei mir im Mittelfeld mit dem Gütesiegel Enttäuschung ein. Und das, obwohl man sich ja die Frage stellen muss, inwiefern ist das nicht auch irgendwie zu erwarten? Und das dürft ihr tatsächlich sehr, sehr gerne jetzt ausdiskutieren. Catcht euch so ein Film wie Dr. Sleep überhaupt noch im Vorhinein oder sagt ihr, pff, eigentlich ist mir das alles auch egal? Gerne auch die Stephen King-Jünger jetzt mal hier an die Front. In welchen Filmen ist es für euch besonders gut gelungen, wie die Bücher von ihm umgesetzt wurden? Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da gerne ein bisschen austauscht. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Ich danke sehr traditionell fürs Zugucken, Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Irgendwas vergessen? Nein. Macht es einfach gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.